Wir sind unterwegs nach Frankreich. Über Luxemburg und mal schauen, wo uns das Ganze hinführt. Wir werden auf jeden Fall die erste und vielleicht auch die zweite Nacht wild campen. Heute schlafen wir hier an unserer ersten Schlafgelegenheit, die wir hier gefunden haben, mitten im Nirgendwo im Wald. Wichtig ist immer, dass man nicht zu spät ankommt, sodass man noch sehen kann, wo man sich befindet, eine gute Stelle finden kann, ohne zu großen Stress. Die Sonne geht unter da vorne und morgen früh müssen wir auf jeden Fall das Zelt schnell wieder abbauen, wenn wir wach geworden sind. Warum müssen wir das Zelt schnell abbauen, Levi? Weil sonst die Polizei kommt. Die Polizei erwischt uns sonst, ne? Ja. Und dann müssen wir im Auto schlafen, oder? Ja. Oh oh. Hier werden wir unser Zelt einfach aufschlagen. Im finsteren, düsteren Wald. Wir haben ein super geiles Zelt. Das ist so schnell aufgebaut. Man sollte schon genug, also früh genug ankommen, sodass man sehen kann, wo man gerade schläft oder schlafen möchte, seinen Platz aufbaut. Ne? Wir sind heute schon wieder ein bisschen spät dran, aber es geht noch. Die Sonne ist bereits untergegangen, das Zelt steht und das Essen ist serviert. Hier wird gekocht, es gibt Linsensuppe mit Salat. Und wie schmeckt's? Sehr gut. Sehr gut, ne? Ja. Das ist unser Essenskorb. Okay. Der Müll wird natürlich auch adäquat entsorgt. So, dann sage ich jetzt mal gute Nacht. Guten Morgen. Wir haben schön geschlafen hier. Jetzt Zähne putzen. Und die Sonne war schon um 5:30 heute Morgen da. Ja, wir sind noch mal eingeschlafen. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus hier. Keiner ist gekommen, keiner hat uns erwischt. Und jetzt können wir weiterfahren in Richtung Süden. Levi schläft noch. Jetzt geht's weiter in Richtung Süden, in Richtung Genf zum Lac de Vaugelas. Das ist der drittgrößte Stausee Frankreichs. Und über 35 Kilometer lang. Da werden wir wohl auch wieder heute Abend wild campen, zwangsläufig, weil man bei den Campingplätzen wohl einige Tage vorher schon alles buchen muss. Und das haben wir nicht getan. Wie gefällt es dir bislang, Anja? Die Umgebung ist sehr schön. Hier fängt es ja schon langsam an, bergig zu werden. Und wenn es von der Zeit her klappt, nehmen wir auch die Stand-Up-Paddles mal mit zum See. Da haben wir tatsächlich eingeplant zu fahren. Schöner See, schön blau, ne? Das ist unser Plätzchen für heute, zumindest tagsüber. Der Wind ist schon recht stark, hier werden wir den Tag auf jeden Fall verbringen. Es ist schön warm, das Wasser ist echt total blau und sauber, türkis. Aber die Paddleboards werden wir aufgrund des Winds heute nicht aufpusten, das werden wir morgen am nächsten Standort dann machen. Spring mal rein. Der See sieht sehr, sehr schön aus von oben. Der Tag neigt sich langsam dem Ende zu und jetzt suchen wir uns nochmal hier ein Schlafplätzchen. Irgendwo. Mal schauen, wo wir fündig werden. Das sieht doch nach einem geeigneten Schlafplatz aus. Hier können wir essen und den Gasgrill anmachen. Hier vorne kann man zelten. Oder wir gehen da hinten die Böschung hoch. Da ist die Aussicht besser und es ist ein bisschen versteckter. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie es da vorne aussieht. Hier könnte man das Zelt schön verstecken in der Ecke. Und so ist die Aussicht hier. Eigentlich recht geil. Heute gibt es zum Abendbrot bzw. zum Abendessen Like Chicken mit Schupfnudeln und Gemüse.
So, wir haben uns doch entschieden weiterzufahren. Wir haben doch nicht gezeltet da einfach. Wir haben da gegessen gerade und sind jetzt auf dem Weg nach Lyon und fahren morgen weiter runter ans Meer, da es die nächsten Tage hier oben in den Bergen gewittern soll. Wir haben nur kurz in dem komischen Hotel übernachtet. Ich meine, das war echt ein sehr spärlich eingerichtetes Hotel, oder? Das war das schlimmste Hotel, in dem ich je geschlafen habe. Ganz kleine Toiletten nur, gemeinschaftlich genutzt. Dusche auch wie ein Dixi-Klo, alles so. Ja, egal. Das Schlimmste war, dass das Zimmer gestunken hat nach einem Aschenbecher. Das ist so das Fieseste, was es gibt, wenn ein Raum nach Zigaretten stinkt. Und das war richtig fies. Aber wir konnten nicht anders. Levi hatte ein bisschen Fieber. Und dann ist es immer noch besser als im Zelt. Naja, jetzt sind wir auf in Richtung Süden, weil es morgen gewittern soll, wie gesagt, nach Marseille, die Ecke. Und dann geht's auf einen Zeltplatz. Überall auch Lavendelfelder hier auf dem Weg zu sehen. Und da ist das Meer auch schon. Das schöne Mittelmeer. Wir sind jetzt in Marseille. Sieht schon ganz mediterran aus. Wie in Spanien oder in Portugal. Ist auf jeden Fall auch sehr warm hier. Die Landschaft hat auch was von Kreta. So, also wir haben ja ein super geiles Zelt, was in 2 Sekunden aufgebaut ist, indem man das nur mal kurz zieht. Dann haben wir hier eine Matratze. 1,40 Meter, die hat ein In- und Out, das heißt, die machst du einfach auf, dann geht die hoch. Wir haben 2 Schlafsäcke, die miteinander kombiniert sind, sodass wir auch als Paar das Zelten genießen können. Und der Levi hat auch nochmal einen schönen Platz. Also ich muss sagen, fürs Zelten ist das schon sehr bequem. Und ich habe schon in viel, viel schlechteren Hotelbetten geschlafen als auf dieser Matratze. Jetzt geht's mal in Richtung Strand. Der ist direkt vom Zeltplatz 100 Meter entfernt. Mal schauen, wie der aussieht. Da vorne soll er sein. Da ist der Campingplatz, da ist das Meer. Amafu, Asufula, Elanga, Lesovela, Esulu, Lesovula. Und was sagst du zu dem Strand hier? Sehr, sehr schön. Wenn auch sehr gut besucht, aber man kann den Leuten ja nicht vorwerfen, auch schöne Stellen sehen zu wollen. Also bei schönen Sachen ist man selten der Einzige. Ja, vor allem in der Feriensaison, ne? Entlang dieser Wanderroute gibt es immer wieder kleine Buchten, in denen man ins Wasser kommt. Auf jeden Fall sehr klares Wasser. Straßen hier aussehen auf dem Weg zum China-Restaurant. Da ist der Chinese, bei dem wir heute essen gehen. Wok Curry 77. Was sagst du zum Buffet? Schon ausgewogen, ne? In Deutschland ist es besser, aber hier ist es ganz okay. Ich bin gespannt, wie das die grillen das hier nicht. Jedes Gericht hat einen eigenen Wok. 24 Euro. Und da wird's gemacht. Und das ist das Wokgericht. Wokgerichte sehen ganz gut aus. So.
So sieht die Landschaft hier rund um Marseille aus. Sehr trocken. Die Bucht bei uns am Campingplatz ist ziemlich gut besucht. Darum fahren wir jetzt rund 20 Minuten mal zur anderen Bucht. Ist auf jeden Fall ist es sehr, sehr heiß. Wir haben jetzt hier 34,5 Grad und die Sonne knallt. Durchgehend. Kein Mörkchen zu sehen. Wir sind also 20 Minuten sind wir nicht gefahren, sondern eher zwei und haben jetzt schon eine kleine Bucht gefunden, die wir uns mal anschauen wollen hier. Nun kam der Levi dabei. Der pustet jetzt mal die Paddleboards auf. Währenddessen können wir uns hier in den Schatten setzen. Der wird entspannen. Und wenn Levi fertig ist, sagt er uns Bescheid, ne Levi? Perfekt. Mit einem ist er schon fertig geworden. Paddle, Board, Paddle. Hier entlang der Küste aus. Freddy möchte gerne, dass ich sage, das ist der Campingplatz am Abend. Aber ich glaube, das seht ihr sowieso schon. Und hier vorne gibt es noch was zum Spielen. Hier in Frankreich sind die Mobile-Homes wirklich relativ teuer. Der Campingplatz an sich ist echt ganz gut, die Duschen sind super, Platz haben wir auch, Schatten haben wir, passt. Das ist unsere Parzelle, sehr ordentlich. Ein kleiner Tisch, drei Stühle, ein Zelt, eine Wäschelade und unser Gefährt, unser treues. In der Nähe vom Campingplatz gibt es eigentlich nur diese Geschäfte hier zum Einkaufen. Ansonsten müsste man eine ganze Ecke weiterfahren zum Lidl. Aber die Stadt, wo der Lidl ist, ist immer sehr voll. Darum haben wir uns entschieden, heute mal beim Spar einkaufen zu gehen hier. Unser Frühstück und Mittagessen für den Strand. Hier gibt es zumindest das Nötigste. Ja, und so wird hier gegessen. Hier gibt es Pizza, Hawaii, Sin Carne und die beiden essen ihre Shrimps mit Ananas und eine Pizza dazu. Die Aussicht ist doch schön dabei. Vorne gibt es einen leckeren Pizzastand. Mal schauen, ob wir heute Abend zu Abend essen oder ob wir uns was anderes suchen. Da vorne entlang sind noch mehr Läden. Wir mussten jetzt hier vorne uns eintragen, die Liste, damit wir Pizza bekommen. Später wird die erst gemacht. Volumado en hielo, así la pila yo, es proyecto mío.
die zwei wollen einen Beachbody haben. Und nutzen jede Gelegenheit. So, ein bisschen Trizeps muss natürlich auch sein. So, und jetzt Doppel-Bizeps-Pose, Levi. So hoch. Bam. Abends hört man die Zirkaden richtig laut zwirpen. Hier sieht man eine Haut von einer Zirkade. Die hat sich gehäutet, genau wie in Thailand. Da haben wir die gute Pizza, ja. Die sieht einfach nur fantastisch aus. Bei diesem kleinen Pizzaladen hier vorne auf der Ecke. Azura Pizza. Wie lecker ist die Pizza, Levi? Super lecker. Tausend lecker. Oh yeah. Mmh. Ich muss auch sagen, Pizza ist geil. Sehr gut. Die Oliven. Man merkt, die sind besonders gut. Qualitativ. Und lecker. Der hat die auch in so einem Drehofen gemacht. Das heißt, diese Pizzaplatte hat sich die ganze Zeit gedreht im Ofen. Das ist nicht eine 0815 Pizza. Da merkt man schon, da steckt Liebe, Fürsorge und Kochkunst dahinter.